Wie schwer ist es, Steuerberater zu werden? Mit der Frage wollen wir uns heute mal gemeinsam auseinandersetzen. Die Steuerberaterprüfung gilt als eines der schwierigsten Berufsexamina in Deutschland. Aber wie schwer ist sie wirklich? Woran kann man das festmachen? Was sind die großen Herausforderungen? Das wollen wir heute im gemeinsamen Video einmal besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Wie schwer ist es eigentlich wirklich, diesen Steuerberatertitel zu bekommen? Natürlich musst du erstmal gewisse Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt dich auf die Prüfung vorbereiten zu dürfen, respektive dann teilnehmen zu dürfen. Und jetzt wollen wir aber primär darüber sprechen, was diese Prüfungsvorbereitung anbelangt. Und der erste Punkt, den wir hier einmal besprechen sollten, ist die Skala. Das ist nämlich eine sehr, sehr schöne Metapher, die man auf diese Steuerberaterprüfung drauflegen kann. Denn wenn du beispielsweise vorher ein Masterstudium gemacht hast, ein Bachelor, irgendeine Ausbildung, auch ein Steuerfachwert etc., da geht die Skala in der Wahrnehmung von 1 bis 10. Das heißt, die Skala, die du sozusagen für möglich hältst, das höchste Level ist die 10. Und auf einmal fängt man an mit der Steuerberaterprüfungsvorbereitung, taucht immer weiter ein und merkt auf einmal, okay, diese Prüfung, hier geht die Skala auf einmal nicht mehr bis 10, sondern bis 100. Das heißt, du hast eine ganz neue Dimension erreicht, du musst eine ganz neue Welt betreten letztendlich und die Leiter ist um ein Vielfaches größer als das, was du dir ursprünglich in der bisherigen Wahrnehmung vorstellen konntest. Das reicht nicht mehr aus, wie beispielsweise im Masterstudium, das ist immer das gängigste Beispiel, gerade wenn man auch sogar einen Fachmaster gemacht hat, ob LLM, MN, Master of Arts, etc., auch mit Fachrichtung Steuerrecht, das ist ein Bruchteil von dem, was dich in der Steuerberaterprüfung erwarten wird. Und dementsprechend hilft es auch nicht mehr, so zu arbeiten, wie du bis dato dahin gearbeitet hast, sondern du musst jetzt neue Wege gehen, weil die Skala einfach jetzt bis 100 geht und da musst du eben ein anderes Level erreichen, um das Ganze auch erfolgreich zu bestehen. Das zu verinnerlichen nach deinem Studium, das Ego abzulegen, nicht zu denken, ich habe hier schon Master und ich mache jetzt die Steuerberaterprüfung nochmal kurz, ist schon mal das Beste, was dir passieren kann und das solltest du so früh wie möglich, weil andernfalls wärst du damit sehr, sehr wahrscheinlich auf das Gesicht fallen, charmant formuliert, du weißt, was ich meine, ne? Unterschätzt das Ganze nicht, nimm das ernst, weil es ist wirklich verdammt schwer. Aber es gibt natürlich auch dafür Lösungen, wie man das Ganze angehen kann und erfolgreich gestalten kann. Es ist schwer, aber nicht unmöglich. Wie du siehst, es schaffen auch tausende andere jedes Jahr. Wenn man sich gut und strukturiert vorbereitet, dann ist das auf jeden Fall auch planbar möglich. Dann ein schönes Zitat von meinem Geschäftspartner bei der ESH, dem Gary. Der sagt immer, die Steuerberaterprüfung ist ein akademischer Leistungssport. Und ich finde auch diese Wortwahl, die Metapher besonders passend, denn das ist super anspruchsvoll. Wenn wir auf den Punkt hier unten schon mal drauf eingehen, die Masse an Stoff. Das Steuerberaterexamen ist quasi wie das Universum. Das ist in jeglicher Hinsicht in der Breite der Themen als auch in der Tiefe der Themen quasi unendlich. Du wirst niemals an den Punkt kommen zu sagen, ich habe alles behandelt und dahinter gibt es immer noch ein Thema, noch eine Ausnahme, noch eine Rückausnahme, noch eine Besonderheit, eine Einordnung und so weiter. Du brauchst nicht die ganze Tiefe, du brauchst nicht die gesamte Breite, um das Steuerberaterexamen zu bestehen. Du stehst aber vor dieser gesamten Breite und Tiefe und da Schwerpunkte zu setzen, ist elementar wichtig. Dementsprechend ist das eben diese Herausforderung und Leistungssport trifft es an der Stelle eben wirklich sehr, sehr gut, weil die Belastung in jeglicher Hinsicht, wirklich in jedem Lebensbereich elementar hoch ist und das darfst du nicht unterschätzen, was das bedeutet für deine Freizeit, für deine Familie, privates Umfeld, für deine vielleicht Hobbys an der Stelle, aber eben auch Job, Doppelbelastung, das Lernen etc., das sind super anspruchsvolle Dinge, gehe ich gleich auch nochmal tiefer drauf ein. Dann der nächste Punkt. Wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, die Steuerberaterprüfung gilt oder ist, kann man auch schon sagen, als eine der schwierigsten, vielleicht sogar die schwierigste Berufsprüfung, das Berufsexamina in Deutschland. Es gibt natürlich auch andere anspruchsvolle, wie das Wirtschaftsprüferexamen oder vielleicht auch das Staatsexamen Jura. Da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister, was jetzt schwieriger ist. Aber dadurch, dass der WP zumindest jetzt modular abgehalten werden kann, ist das sicherlich eine Vereinfachung, kann man sagen. Und dementsprechend ist das, egal ob es jetzt auf Platz 1, 2 oder 3 ist oder auf einem anderen oberen Platz,
extrem anspruchsvoll. Das zeigt eben auch die Bestehens- respektive Durchfallquote trotz so langer Vorbereitungszeit. Der Punkt mit der Masse an Stoff, den haben wir schon mal intensiv besprochen eben. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber die größte Herausforderung in dieser langfristigen Prüfungsvorbereitung ist wirklich das Thema Doppelbelastung. Und das darfst du einfach nicht unterschätzen. Denn wenn du einen Job hast in der Steuerberatung, das sind in der Regel arbeitsintensive Bereiche. Das heißt, du wirst da, wenn es gut läuft, nach 40 Stunden nach Hause gehen, wenn du nicht ein Teilzeitmodell hast und musst trotzdem noch deine privaten Verpflichtungen erledigen, für Freunde, Familie da sein. Du musst die Lernzeiten einhalten, implementieren, eine Riesenaufgabe und hast eben auch nochmal Anspruch auf Hobbys, private Zeit, Erholung, Urlaub etc. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist die große Aufgabe, warum auch so viele scheitern oder woran viele scheitern, dass das hier nicht gelingt. Weil die Arbeit permanent beispielsweise wichtiger ist, weil du permanent schlechtes Gewissen hast, wie viel Familienzeit nehme ich mir, wie viel Zeit nehme ich mir vielleicht für den Partner, für die Partnerin, wie viel kann ich sozusagen im Unternehmen noch erreichen, wie viele Steuererklärungsfristen habe ich zu erledigen und meistens fällt das Lernen hinten runter, weil die Prüfung ja noch so weit weg ist. Und das ist eben der größte Fehler in der Betrachtung. Da muss man ein richtiges Prioritätenmanagement betreiben, richtige Schwerpunkte setzen, auch den Unterschied kennen zwischen wichtig und dringlich, ganz entscheidender Punkt. Das ist bei uns, bei unseren Kursteilnehmern ein ganz elementarer Aspekt, dass man das eben in der Vorbereitung implementiert, zu erkennen, was ist wirklich wichtig, wie organisiere ich auch, dass ich nur in den wichtigen Bereichen arbeite und nicht nur nach Dringlichkeit, weil der Chef irgendwas möchte, weil irgendeine Frist da ist, sondern dass ich auch wirklich schaffe, langfristig und konstant das Ganze erfolgreich zu gestalten. Und wenn du auch vor dieser Herausforderung stehst und sagst, ja, das brauche ich auch, ich muss auch diese Herausforderung meistern, ich will es angehen, obwohl es so anspruchsvoll ist, ich will diese neue Skala erklimmen und die Prüfung bestehen, dann lade ich dich wie immer sehr, sehr herzlich dazu ein, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden, wo wir innerhalb von 60 Minuten circa persönlich uns deine Situation anschauen, analysieren, wo stehst du gerade, was bringst du schon mit an Vorerfahrungen, was brauchst du aber im Einzelfall und dann deine passende Stoffvermittlung bei uns zusammenstellen. Du dann die interaktive Stoffvermittlung auch bekommst natürlich, wie die ganzen anderen wichtigen Punkte, wie die strategische Planung, der Lernplan, die Kontrolle, die eben auch notwendig ist, um das umzusetzen erfolgreich. Alles, was du eben benötigst für eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.